Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute noch ungeschminkt und das hat den Grund, weil ich heute mit euch zusammen einen wunderschönen, frischen, frühlingshaften Make-up-Look schminken möchte. Und es soll ein Make-up-Look sein, der relativ einfach zum Schminken ist, aber einen tollen Effekt hat. Vor allem für diejenigen, die schon das ein oder andere Fältchen haben, ist es ein super Video. Ich habe nämlich ein paar Tipps für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und wenn es euch gefällt, dann schenkt es mir gerne ein Däumchen nach oben. Meine Haut ist soweit schon mal vorbereitet. Ich gebe jetzt gerade noch mal eine extra Portion Feuchtigkeit unters Auge, weil die Augenpartie bei mir manchmal besonders trocken ist. Gebe mein Augenserum einfach unter das Auge auf. Ein Tropfen reicht. Und klopfe das ein bisschen ein und warte dann einfach, bis es eingezogen ist. Wenn das Ganze eingezogen ist und getrocknet ist, dann beginne ich als allererstes mit dem Concealer. Das ist eine Technik, die habe ich für mich herausgefunden, die besser funktioniert als wie erst Foundation und dann Concealer. Und dann nehme ich immer meinen Estee Lauder Double Wear und gebe den einfach auf die Finger, ganz einfach. Und geht auch tatsächlich am schnellsten. Wärme das ein bisschen an. Und dann gehe einfach unter dem Auge entlang und kaschiere alle Stellen, die so ein bisschen unebenmäßig sind, die ein bisschen ausgeglichen werden müssen. Und weniger ist tatsächlich mehr, weil Concealer, egal wie toll das er ist, irgendwann in die Fältchen kriecht. Und das wollen wir nicht, weil dann schaut man einfach nur älter aus. Ihr habt es gesehen, ich habe den größten Teil des Concealers erstmal in die Tränenrinne gegeben. So nennt man das, glaube ich. Und den Rest von den Fingern einfach hier so verteilt. Weil dann habe ich hier einfach das meiste Produkt, weil wenn sie lacht, also bei mir ist es zumindest so, dann habe ich hier die meisten Fältchen und da soll das wenigste Produkt sein. Und da, wenn ich lache, haben keine Fältchen und somit setzt sich der Concealer nicht so schnell ab. Dann möchte ich einen frischen Make-up-Look haben. Ich habe so Bock auf Frühling. Draußen ist wunderschönes Wetter. Ach Gott, ich bin einfach so glücklich. Das macht mich so glücklich. Blauer Himmel und die Vögel zwitschern. Das ist einfach Seelenbalsam momentan und das möchte man auch Make-up sehen und deswegen benutze ich jetzt erstmal von Estee Lauder meine Lieblingsfoundation. Ich habe schon wieder andere getestet, aber da kannst du alles vergessen und ich habe jetzt hier die Farbe 2W2 Rattan und gebe das jetzt einfach so tupfenweise aufs Gesicht auf und für den speziellen Glow, damit die Haut genauso strahlt wie die Sonne, nehme ich jetzt von Catrice The Glowify Illuminating Primer her. Gibt es bei DM, werden euch aber auch verlinken, weil der ist oft ausverkauft. Und gebt einfach ein bisschen was zu jedem Tupfen mit dazu und arbeitet es dann einfach mit dem Sigma F80 ein. Und damit ist die Foundation auch tatsächlich gar nicht so deckend und nicht unter dem Auge lang gehen, nur mit dem Rest, was auf dem Pinsel bleibt, noch, hier so entlang gehen, weil das einfach... Das sichert, dass sie das Make-up nicht in die Fältchen absetzt und die Unebenheiten trotzdem ein bisschen ausgeglichen sind. Und meine lieben Mädels, Mädels darf man ja auch noch Ü30 sagen. Wenn man sagt Foundation für Ü30, dann hört sich das immer so negativ behaftet an. Aber man muss das Ganze mal positiv sehen. Wir sind schon so lange auf der Welt und haben schon so viel miterleben dürfen. Und ich finde, jedes Alter hat seine Besonderheit und man muss immer dankbar sein, wenn man ins ein neues Lebensjahr starten darf. Deswegen, für mich ist es nicht negativ behaftet, für mich ist es einfach toll, je älter das man wird. Auch wenn einem die Zeichen des Alters oft rüschisch auf den Sack gehen. Und damit man jetzt nicht so plakativ ausschaut und wie eine Leiche, sondern wieder das Wärmere ins Gesicht zurückzaubert, benutze ich meinen Lieblingsbronzer. Der ist wirklich toll, von Bayana Beauty in der Farbe 0310. Und es ist eine so schöne Farbe, die passt mir jetzt auch noch im Winter. Da gibt es natürlich auch noch verschiedene Farben. Bayana Beauty ist übrigens zweifach zertifizierte vegane Naturkosmetik. Das heißt, es sind natürliche Inhaltsstoffe drin mit pflegenden Ölen, pflegenden Inhaltsstoffen, Hyaluronsäure und so weiter. Tolle Öle. Und kleiner Tipp, also wirklich nur rein tupfen, weil der ziemlich stark pigmentiert ist. Ein bisschen wegblasen den Rest. Und dann gehe einfach auf meinen Wangenknochen, nicht unter den Wangenknochen, das macht älter, sondern auf den Wangenknochen und gibt es hier so in kreisenden Bewegungen auf. Und ich muss gestehen, das ist der einzige Bronzer, der bei mir nicht fleckig wird. Die anderen machen bei mir alle so ein fleckiges Ergebnis und ich weiß einfach nicht warum. Und bei dem hier ist es nicht. Seht ihr, das ist nur ein Hauch. Ne? Wir wollen ein natürliches Make-up für den Tag. Ich hoffe, dass das die Kamera auch einfängt. Und schon hat man wieder ein bisschen Frische im Gesicht. Ich mache noch ein bisschen was auf die Nase.
Und man sieht sofort einen Unterschied, der ersichtlich ist, aber nicht ersichtlich ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also das schaut immer noch natürlich aus, nicht so hartkantig oder so, sondern einfach, es ist wieder eine Wärme im Gesicht da und die Farbe ist für das wirklich perfekt. Dann benutze ich als nächstes einen Lidschatten und es ist auch von Bayana Beauty einer in der Farbe Silk. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, alle Teile, also Highlighter, Bronzer und Lidschatten gibt es im Refill-System. Und ich gehe einfach da mit dem Finger rein, macht das ganz easy mit dem Finger, weil es eben eine so schöne helle Farbe ist, da kann man nicht viel falsch machen, schaut frisch aus und oh, ich liebe diesen Schimmer, das schaut einfach sehr natürlich aus, gibt es auch ganz viele tolle verschiedene Farben in Schimmer, in Matt. Ich habe jetzt hier einen hellen Ton gewählt, weil das für mich am besten passt und weil es halt eben ein natürlicher Alltags-Make-up-Look sein soll. Dann mein Lieblingspart ist natürlich Blush, das wisst ihr ja, und ich gebe den immer einfach mit einem zu einem Pinsel auf, tupft da ein bisschen rein. Das ist der von Nude Sticks, der Naughty in Spice, weil das einfach so eine schöne Farbe ist und einfach die Frische wieder ins Gesicht zaubert. Das ist jetzt ein rosiger Ton. Oh, das kommt jetzt in der Kamera so stark pigmentiert drüber, aber das ist in echt gar nicht so. Schau ja aus wie ein Clown, aber in echt ist das nicht so. Oh mein Gott. Also ich schwöre es euch, in echt ist das nicht so stark. Ein bisschen was noch auf die Nase. Schaut mir ein bisschen immer aus wie von der Sonne geküsst. Für noch mehr Glow im Gesicht benutze ich jetzt diesen wunderschönen Highlighter auch von Bayana Beauty in der Farbe 03 Rosé. Gibt es auch noch andere zwei wunderschöne Farben, die ich auch zu Hause habe. Und gibt es einfach mit einem Pinsel. Also die kann man auch tatsächlich mit den Händen auftragen. Die haben wirklich super pigmentiert und auch einfach in der Handhabung. Blast den Rest ab. Und gibt es auf den höchsten Punkt der Wangenknochen auf, aber nicht zu viel, wirklich nur ein bisschen. Und ihr seht schon, was das für einen natürlichen Glow hat. Natürlich abends, wenn man jetzt ausgeht oder so, da kann man das ruhig stärker machen, aber für den Alltag würde ich sagen, reicht es einfach. Die Nasenspitze noch. Schaut die Nase ein bisschen schmäler auf. Das mache ich jetzt auch mit dem Finger. Oberhalb der Lippe. Und ich bin immer wieder erstaunt, was vegane Naturkosmetik so kann. Also steht in anderen Produkten in nichts nach. Das muss man einfach wirklich sagen. Ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe und super Pigmentierung aber gleichzeitig. Ja. Dann kommen natürlich noch die Augen dran. Und da habe ich ein neues Produkt und zwar von Clinique. Diesen Primer. Und der ist der Wahnsinn. Den hat mir eine Dame aus dem Kosmetikstudio empfohlen und der ist wirklich krass, also ihr werdet es jetzt sehen, was der für einen Effekt macht. Ich habe gestern den vergessen aufzutragen und das war einfach so ein Unterschied. Ihr tragt den auf wie eine Wimperntusche. Dann benutze ich von Essence meine I Love Extreme Mascara. Meine Lieblingsmascara, die kennst du ja schon, gell? Und gehe dann gleich drüber. Nicht zu lange trocknen lassen, weil sonst trocknen die Wimpern ein und dann funktioniert das nicht mehr so. Und ihr seht das nach dem ersten Auftrag, nach ein paar Mal drüber gehen, hat man schon so viel Produkt drauf. Verlängert die Wimpern, macht Volumen und ja, das ist einfach ein richtig tolles Produkt. Ich gehe dann auch noch mal ein zweites Mal drüber, weil ich sehr, sehr gerne mag, ausdrucksstarke Augen zu haben. Und schon hat man lange, geschwungene, voluminöse Wimpern. Und dann habe ich da einen Step vergessen. Ich wollte mir ja nur den Highlighter in die Augeninnenwinkel geben, weil das Auge wacher macht. Einfach mit einem kleinen Pinsel tupfe ich hier rein und gebe das noch mal hier in den Augeninnenwinkel. Bei den Produkten braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen von Bayana Beauty, weil die wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe haben. Und schon ist der Blick nämlich wacher. Und dann mein letzter Step, das sind natürlich noch die Lippen. Und da habe ich von Bayana Beauty zwei wunderschöne Lippenstifte. Einmal in der 03 Seductive und die 06 Lost Cherry. Das sind zwei wunderschöne Farben, das sind meine Lieblingsfarben. Die haben aber auch noch viele, viele andere. Und ich entscheide mich jetzt heute für die Farbe Lost Cherry, werde die aber nur auftupfen. Übrigens kann man die Lippenstifte auch super als Blush verwenden. Ganz, ganz toll, weil die eben so schöne Inhaltsstoffe haben, pflegen die auch nochmal die Haut. Und genau, ich gehe jetzt gar nicht so stark in die Farbe. Ich liebe diese Farbe, die ist einfach so schön. Und weil es eben ein Alltagslook ist, mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich finde, das ist eh schon viel für den Alltag. Aber ja, gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, die Haut,
die ist immer nur eine Haut, also nicht zugekleistert oder so. Und wie gesagt, auch die Produkte von Bayana Beauty, die pflegen eure Haut auch unter dem Tag und trocknen es nicht aus oder irgendwie so. Und das ist wirklich ein toller Pluspunkt. Also das, man merkt den Unterschied. Ich werde euch alles in der Infobox verlinken, was ich heute so benutzt habe. Ich hoffe, euch gefällt dieser Make-up-Look. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt, bei Bayana Beauty was zu bestellen, habe ich einen 15% Rabattcode für euch. Den werde ich mir hier einblenden. Ich werde euch auch die Seite unten verlinken. Und Bayana Beauty hat normalerweise keine Rabattcodes. Aber für euch zum Kennenlernen nochmal einen 15% Code. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Schaut euch gerne mal um. Die haben viele andere tolle Produkte, hochwertige Produkte zu einem fairen Preis. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachschminken. Und dann hoffe ich natürlich ganz, ganz fest, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Tschüss! Mwah.